Also, ich sage jetzt einfach mal so, es wird frisch. Und zwar werde ich ein Gericht zubereiten, das da heißt konfierter Lachs. Nicht erschrecken, meine Lieben, nicht erschrecken. Das ist wirklich kein großer Akt. Ihr braucht so ein paar Aromaten, ja? Chili, ja, Zitrone, Thymian, Knoblauch. So. Und diese Aromaten legt ihr entweder in eine Auflaufform, so eine Kokotte, oder ihr nehmt so ein kleines Töpfchen. Da ist Olivenöl drin, idealerweise. Und das Olivenöl wird so ein bisschen warm gemacht, aber nicht wärmer als 80 Grad. Und dann kommt direkt in das Öl, Achtung, nicht erschrecken, das Öl ist nicht heiß, kommt dieser Fisch und zu dem Fisch kommen die Aromaten, also Knoblauch, Kräuter, Zitrone. Das schaut ja so schon mal sehr, sehr geil aus. So, und jetzt, Achtung, bin gleich wieder da, kommt das Ganze in den Backofen. Nicht so früh, bei genau 80 Grad. So. Und ungefähr eine halbe Stunde etwa. Und dann gart der Lachs ganz, ganz, ganz vorsichtig und er ist im Prinzip wie vakuumiert. Ja? Sehr, sehr geile Sache, das ist ein absoluter Traum, ja? Gibt in jedem Fisch. Und dazu würde ich gerne besondere Bratkartoffeln machen. Die besonderen Bratkartoffeln sind mit besonderen Kartoffeln. Die Kartoffeln sind weich gekocht. Ja, und mit so, ach, die, ah, schau, die sind sogar sehr weich gekocht. Aber egal. So, in nicht zu dicke Scheiben schneiden. Und wenn die Scheiben so ein bisschen kaputt gehen, sage ich jetzt einfach mal, wen interessiert es? Völlig egal. So, auf jeden Fall machen wir geniale Bratkartoffeln. Und diese genialen Bratkartoffeln werden dann genial, wenn ihr Folgendes macht. Ihr nehmt eine Schüssel und gebt in die Schüssel auf die Menge ungefähr so einen halben Esslöffel Mehl. Und zu dem halben Esslöffel Mehl kommt ein bisschen Paprikapulver. Zu dem Paprikapulver kommt Salz. So. Und die Kartoffeln kommen jetzt hier rein. Wie gesagt, ach Gott, was haben wir denn da? Hier, braunes Teil, brauchen wir nicht. So, und die Kartoffeln werden jetzt vorsichtig in dieser Panade gewälzt. Schön andächtig. Das Atmen nicht vergessen, Freunde. Und jetzt einen schönen Schluck Olivenöl. Zu dem Olivenöl kommen dann die Kartoffeln. So, mit der da, mit so ein bisschen Panade gewälzten lecker Patatas. Liebe Fanny, jetzt gibt Gummi. Vollgas. So, ein bisschen anbrutzeln und wenn die Kartoffeln dann Farbe haben, dann kommt noch eine Kleinigkeit dazu. Dauert jetzt ein paar Minuten, ja, Temperatur an und dann die Kartoffeln wirklich in jeder Reihe nicht übereinander liegen lassen, sondern schön nebeneinander. Ich mache jetzt mal geile Bratkartoffeln, alright? Also, dauert jetzt so 5 Minuten und immer wieder mal drehen. Okay, jetzt werden die langsam knusprig. Und meine Lieben, wenn die so ein bisschen kaputt gehen, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, ich mache das sogar absichtlich. Dann schauen die nachher schöner aus, wenn die auf den Teller kommen. So, aber wichtig ist, dass die alle schön knusprig sind. Dann brauche ich eine Avocado. Und die Avocado wird geschnitten. Ja, um den Kern rum. Das habt ihr schon 5000 Mal gesehen. Einmal drehen, mit dem Messer hier rein, zack, und der Kern ist da. Jetzt mit einem Löffel an der Schale entlang das Fruchtfleisch lösen. Und schön in Würfelchen schneiden. Dann noch ein paar Chili dazu. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich liebe Chili. Und dann gibt es ein Dressing, bestehend aus Salz, Zucker, Balsamico-Essig und Salz, Zucker und Balsamico-Essig werden erstmal aufgerührt. Dann kommt ein Stückchen Öl dazu und 2 Esslöffel ganz normale Chili-Soße. Könnt ihr es selber machen oder kaufen. Mir egal. So. Rein damit.
Dann die Avocado dazu mit den Chili. Und so weit, so gut. Jetzt, meine Lieben, sind die Kartoffeln fertig. Und schau mal, die sind knusprig. Die sind absolut mega knusprig. Auf ein Sieb. Und dann haben wir die quasi trockenen, relativ fettfreien Kartoffeln. Und die kommen jetzt hier rein. Okay, seid ihr bereit? Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen? Wirklich, nur so ungefähr, wie unfassbar geil das schmeckt mit dem reifen Avocado und diesem Balsamico-Dressing. Wow. Okay, that's it. Und jetzt einmal schnell ein kleines Schiff machen. Und den Lachs, ja, der war so eine halbe Stunde drin, ja, 80 Grad, nicht mehr. Okay, ist nicht heiß, ja. Man kann das anlangen, ja. Ist nicht heiß. Und so schaut er aus, wenn er auf den Teller kommt dann. Einmal Teller. Und jetzt kommen die Bratkartoffeln dazu. Hey, weißt du, was ihr noch mit reingeben könntet? Wie wär's denn mit Knoblauch? Ja, auch noch gut. Und jetzt mal die Aromaten so ein bisschen zur Seite. Ganz vorsichtig den Lachs raus. Hier drauf. Das mache ich jetzt mal so ein bisschen auf. Drei von den Aromaten dazu. Schaut es noch wunderbar aus. Obendrauf noch ein bisschen von dem geliebten Fleur de Sel und fertig. Jetzt habt ihr Textur, meine Lieben, also crunchige Bratkartoffel, den unglaublich sanft gegarten Lachs. Und da ist es ein Blitzrezept, ein Feierabend-Blitzrezept. Und das esse ich jetzt. Große Portion. Okay, also Rezept. Kommt er gleich anschließend nachkochen, wie es muss. Funktioniert natürlich auch ohne Lachs. Ja. Könnt ihr auch ein Hähnchenfleisch nehmen zum Beispiel oder einen anderen Fisch wie ein Kabeljau zum Beispiel. Guten Appetit!